Willkommen zurück zu Gothic und falls ihr euch jetzt fragt, warum es hier so dunkel ist, das liegt daran, dass ich zwischenzeitlich, wie man hier rechts sieht, mich ins Sumpflager teleportiert habe, das ganze Fleisch gebraten habe und dann wieder hier zurückgelaufen bin. Allerdings habe ich dann zwischendurch eine Runde geschlafen bis Mitternacht, um das Mana wieder zu regenerieren. Und ja, jetzt ist halt Nacht. Meine Güte, passiert, weiter geht's. Ochs brühlen kann man auch im Dunkeln. Und ich weiß nicht, ob es auffällt, ich habe ein bisschen was an den Sound-Einstellungen geändert, weil ich ja immer dieses Knacken hatte. Und zwar habe ich die, ja, ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht so die optimale Lösung, aber ich habe die Qualität runtergestellt auf 22 Kilohertz. Das sollte eigentlich reichen zum Spielen. Naja, dafür knackt es nicht mehr so. Ist ja ein bisschen blöd, dass es so knackst. Oder geknackst hat. Genau. Meine Güte, das dauert ja immer länger, sich da mit dem Essen hochzuheilen. Allerdings, ich würde gerne natürlich die Heiltränke benutzen. Aber ich habe davon halt nicht wirklich allzu viele. Also ich habe schon einige, so ist es nicht. Aber, okay, 130. Ja, ich habe schon viele. Bonus für maximale Lebensenergie 10. Hey, das klingt doch gut. Ich frage mich gerade, die Lebensenergie kann ich eh nur beim Stufenaufstieg erhöhen, ne? Also, gib ihm. Genau, wie gesagt, bei der Stärke gibt es ein Maximum. Und bei der Geschicklichkeit, deswegen werde ich mir das fürs Ende aufheben. Bei dem Mana bin ich mir gerade nicht sicher, wie das da aussieht. Andererseits habe ich halt eh viel zu wenig Mana. Deswegen haue ich da jetzt einfach mal rein. Was soll's. So. Mana-Bonus. 15. Komm, gib's mir. Gib ihm. Ich denke nicht, dass ich für Mana irgendwie eine Obergrenze habe. Xalas, genau, in der Bibliothek der Wassermark gibt es Schriften über die Gefahren und Schwächen der Wesen, mit denen Xalas seinen Turm bewacht. Wenn ihr euch erinnert, der war irgendwo hier drüben. Ich meine, das hier ist der Weg dorthin. Und ich nehme einfach jetzt eine Fernkampfwaffe, einfach damit ich frühzeitig gewarnt werde, wenn da ein Gegner ist. Da zum Beispiel ist ein Razor. Keine Ahnung, ob ich mit dem fertig werde oder nicht. Ich probiere es einfach mal aus. Hoffentlich ist da nur... Ah nein, das sind mehrere, oder? Oder was ist das da? Ah, das sind mehrere. Verdammt. Schnell hier weg. nachts ins Orkgebiet ist vielleicht auch keine so gute Idee. Immerhin kommt da nur einer auf mich zu. Ja, wobei, 200 Erfahrung. Die sind ja noch schwächer als die Snapper. Das geht ja noch. Zumindest einzeln sind die kein Problem. Sag nicht einzeln. Ich sagte einzeln, oder? Ich sagte einzeln. Ja, ich sagte einzeln. Verdammt. Ich sagte einzeln und ich meinte einzeln. Hey, lasst los. Also lasst von mir ab. Verdammt. Wo kam ich her? Von da oben kam ich, oder? Ja, von da oben kam ich. Ich werfe mal einen Blick auf die Karte, wie es so aussieht. Ach so, ja, direkt hier rechts rum komme ich direkt zurück zum alten Lager. Was ist das da? Eine kleine Höhle? Okay. Interessant. Interessant. Zuallererst will ich mich aber heilen. Mit Fleisch, mit ganz viel gebratenem Fleisch. Und ja, das hat eine Weile gedauert, das alles zu braten. Das ist halt echt ätzend. Ja, ich meine, es ist schon nett, dass man sich mit dem Essenszeug hochheilen kann. Dass man direkt bei den Tieren zum Teil kriegt, die man bekämpft und die einem Schaden machen. Das ist nett, aber ich finde, es gibt ein bisschen zu wenig Lebensenergiebonus. Gerade jetzt, später, wenn man viel Lebensenergie hat und gut Level 19. Ist jetzt noch nicht mal so viel. Wie hoch kommt man bis zum Ende? 25, 30. So die Ecke müsste das.
das sein, ne? Ich mache jetzt mir hier mal den Rückweg zum alten Lager frei, bevor ich da weiter in mein Verderben renne. Vielleicht mit einer Fackel in der Hand. Ach ja, einige Fackeln habe ich auch gefunden. Aber ich glaube, nee, ich glaube, die hatte ich vorher schon. Ich habe nichts aufgesammelt beim Fleischbraten. Sondern das müsste bei der Mine des neuen Lagers gewesen sein. Wo die ganzen Toten waren, die ich ausgenommen habe. Wow. Ist ja gut, fein gemacht. Komm, kommt schon, ein oder zwei auf einmal reichen. Mehr brauche ich nicht. Könntet ihr euch bitte mal treffen lassen? Hey, treffen lassen. Das ist so, dass ich Schaden mache, bitte. Danke. Geht doch. Na gut, so schwer waren die jetzt eigentlich auch nicht. Es waren einfach nur zu viele, finde ich. War ein bisschen schwierig zu koordinieren gerade. Das Ätzende ist halt auch, sobald man getroffen wird, kann man halt nicht mehr so richtig zuschlagen. Das geht bei einem Gegner, aber bei zweien oder noch mehr wird es halt ätzend. Ey, oder hier Waffe ziehen, ne? Waffe ziehen wurde gerade auch erfolgreich verhindert. Indem mich die Hunde angegriffen haben. Weil die Animation, die man gerade ausführt, die wird halt abgebrochen, sobald man getroffen wird. Das ist allerdings, glaube ich, in vielen Spielen so. Oh, eine Tür. Die ist sogar offen. Wow. Was gibt's hier? Leider kein Bett, sonst hätte ich jetzt schlafen können bis zum nächsten Morgen. Ich hatte ja ursprünglich gedacht, als ich braten gegangen bin, dass ich für den Rückweg relativ lange brauche und habe deswegen nicht getraut, bis Mitternacht zu schlafen. Das war vielleicht ein kleiner Fehler. Tatsächlich war ich da relativ schnell. Wo kommt das denn her? Tatsächlich war ich da relativ schnell, sodass ich jetzt... Ich glaube, 1 Uhr war es. Ich habe kurz auf die Uhr geguckt nach dem Laden. Ich glaube, es war um 1 Uhr. Also vor 2 Stunden. In-game. Dass ich dort ankam. Ah, und ich glaube, jetzt bin ich auch schon beim... Ah, Tatsache. Wieder greife ich auch an. Das geht ja mal gar nicht. Ich dachte, ihr seid die vom alten Lager. Ihr seid die Guten, hä? Dann greift ihr mich einfach an. Okay, ich habe euch nicht für die Guten gehalten, aber ihr habt selber gesagt, dass ihr die Guten seid. Und zivilisiert und so. Und tut mir leid, wenn ihr das nicht seid, dann bin ich es halt auch nicht und bringe euch um. Selber schuld. Wie die Fackel ausgeht, wenn er Brot futtert. Ist ja lustig. Ja, ich könnte jetzt natürlich zu den Wassermagiern gehen und mich umschauen, was ich da so tun muss. Gegen die Kreaturen von Xardas. Aber ich müsste natürlich erstmal wissen, glaube ich, welche Kreaturen der überhaupt hat. Weil sonst muss ich mir da 5000 Sachen rausschreiben. Und übersehe 2. Und genau die 2 sind es dann nachher, die ich brauche. Das wäre ärgerlich. Ich brauche noch 4000 Erfahrungspunkte. Dann kriege ich nochmal 10 Lernpunkte. Was mache ich denn damit? Ich weiß es nicht. Ich habe 80 Stärke. Meine Waffe braucht 74 Stärke, okay. Also ich glaube, die Stärke könnte ich noch ein bisschen erhöhen. Mana ist ja gerade durch die plus 10 dauerhaften, durch den Trank, ein bisschen weniger ein Problem geworden. Joa, Akrobatik, wie gesagt, ist mir die Punkte nicht wert. Akrobatik ist eine nette Sache, habe ich auch in einem Kommentar geschrieben, an Zwergesel, glaube ich. Akrobatik, ja, ist eine tolle Sache eigentlich. Ja, auch nicht nur eigentlich. Akrobatik ist eine coole Sache. Aber ich finde, Akrobatik ist keine 10 Lernpunkte wert. Für 5 Punkte würde ich es mir vielleicht überlegen, aber nicht für 10 Lernpunkte. Das ist zu teuer. Einen ganzen Level, nur damit ich lustig durch die Gegend hüpfen kann,
Nee, ist mir zu viel. Wow, das sind auch Kämpfer, verdammt. Oh, Mist, die haben's drauf. Ah. Ich hab da vorher nicht gespeichert, ich Depp. Bevor ich da hingelaufen bin. Werde ich mit einem fertig, wenigstens. Ja! Tatsache! Mit einem werde ich fertig. Ist ja lustig. Hm. Aber mit der ganzen Horde... Naja, gut, dass ich mit der Horde nicht fertig werde, ist klar. Ich bin ja auch mitten reingerannt, ey. Ich bräuchte so dringend eine Karte für das Gebiet südlich. Also jetzt quasi das Ork-Gebiet in der Kolonie, weil... Die fehlt ja auf der Karte, die ich habe. Ich glaube, auf der Fokuskarte ist es auch nicht eingezeichnet. Habe ich, glaube ich, auch mal geguckt. Egal, ich versuche jetzt mal zu Xalas zu kommen. Oder ist da wirklich die ganze Ork-Horde im Weg? Ich weiß es nicht. Ich probiere es nochmal und wenn ich dann wieder scheitere, dann teleportiere ich mich mal zurück zu den Wassermagiern und schau mal, ob die vielleicht irgendwas dazu zu sagen haben. Oder irgendwelche Tipps haben, oder... Wie auch immer. Ich finde bestimmt irgendeine Möglichkeit, zu Xalas zu kommen. Wäre doch gelacht. Ich meine, ich habe auch keine andere Quest, also ich bin ja schon... Ich glaube, ich bin für den Punkt im Spiel sogar relativ hoch gelevelt. Und hier soll man ja auch zu Xalas, also denke ich mal, dass es wirklich möglich ist. Ich mache es mir halt natürlich gerade ein bisschen schwer durch die Nacht. Naja, schauen wir mal. Ich wollte ja hier rechts erforschen, diese kleine Höhle, oder was immer das auch sein soll. Ja, ein paar Orkunde, okay. Ja. Aber nur ihr paar. Ich habe das Gefühl, ich muss hier drin erstmal aufräumen. Das Orkgebiet. Sonst komme ich da nicht auf den grünen Zweig. Komm halt her. Ah, oh, jetzt komm schon. Bist du unverwundbar oder was? Nee, okay. Wo kommst du jetzt her? Egal. Da gehst du hin. Meine Güte. Ich glaube, ich muss hier in diesem Ork-Gebiet erstmal ein bisschen aufräumen, bevor ich mich da ernsthaft irgendwie durchbewegen kann. Ich gucke echt immer noch, wie viel Leben ich brauche. Diesmal sind es 80. 70. 60. So, 60 sind 4 davon. So. Mal eben das Headset richtig aufsetzen. Und dann geht's weiter. So, hier waren, glaube ich, noch ein paar Orkhunde, oder? Ja, da vorne. Ich speichere mal. Sicher ist sicher. Oder oben sind Orks. Verdammt. Erstmal nur die Hunde. Mit 3 Orks oder 4 Orks und Hunden werde ich nicht fertig. Mit den Orks alleine vielleicht. Verdammt! Die kriegen das mit, die Schweine. Krieg ich den noch ausgenommen? Ja. Yep. Puh, das war knapp. Yeah. Geschafft. So, kommen wir mal her. Nur noch einer? Sehr gut. So mag ich das. So mag ich das. Okay, die Orks sind vielleicht intelligentere Gegner als manch andere, aber so richtig intelligent sind sie auch nicht. Genau, ausgenommen habe ich ihn. Mir fehlen 15 Lebenspunkte. Dann futter ich mal ein bisschen was. Speichere nochmal eine Runde. Und dann
lege ich mich, glaube ich, mit den Orks da vorne an. Drei auf einmal, na, ich weiß nicht. Lieber nicht, aber zwei könnten... Ja, zwei gehen, komm. Na komm, locker. Das war jetzt genau das Problem. Das ist echt lustig. Die einzelnen Gegner hier sind gar nicht so schwer, aber die Menge halt. Vorhin sind alle auf einmal hinter mir hergelaufen, inklusive Hunde. Und da hatte ich halt keine Chance. Aber so einzeln sind die ja... Meine Güte, können ja gar nichts. Das da sind keine Hunde, das sind andere Viecher. Puh, ich dachte gerade, die wäre wohl zu mir. Aber hier irgendwo muss doch die Hürde sein. Ah, da vorne könnte das sein. Ah, Orkhunde, okay. Nee, lass mal. Das sind jetzt doch zu viele auf einmal. Hm, Orkblatt. Ich könnte die Hunde auf die Gardisten... Das mache ich doch einfach mal. Wie, die greifen mich an und nicht die Hunde? Verschwinde. Wie, die greifen mich an? Ernsthaft? Ich bin ein größeres Problem als die Orkhunde? Das sind zu viele. Das ist okay. Ich glaube, damit komme ich zurecht. Na, verdammt. Doch nicht. Okay, wisst ihr was? Das ist mir jetzt zu blöd. Hä? Teleport? Zum Flagger? Nein. Teleport. Nein, ich will Teleport. Wassermagier. Habe ich den nicht ausgewählt. Verdammt. Ich verbiete euch, mir zu folgen. So. Habe ich den Wassermagier-Teleport nicht ausgewählt? Erstmal brauche ich 40 Lebenspunkte. Ich fange echt schon wieder an. Also viermal davon. So. Warum habe ich die Wassermagier nicht ausgewählt? Da. So. Magie zu Ehren. Ich bin bereit, den dritten Kreis zu betreten. Ich kann dir... Ach, verdammt. Nee. Krieg ich vielleicht die hohe Robe jetzt? Nee, ne? Mit dem zweiten... Es ist nicht an der Zeit. Ja, war ja klar. Mögest du in... Ja. Ist ja klar. Ist ja schon gut. Ich muss irgendwie noch ein bisschen leveln. Im Orkgebiet ist es halt schwer möglich. Schauen wir mal, was es hier so alles an Infos gibt für... Okay, da schon mal nichts. Komm, weg. So, was haben wir da? Schlacht um Barant, Astronomie, elementare Arkanei, Golem, wahre Macht, Geheimnisse der Zauberei, das magische Erz. Arcanum Golem, Band 2. Zwei Bände über Golems, okay. Ich könnte mir das jetzt alles durchlesen, aber das ist mir ein bisschen zu blöd. Ich werde jetzt, glaube ich, eher... Mal schauen, ob Lee da ist. Vielleicht kriege ich diesmal die schwere Söldnerrüstung von ihm. Nein, Lee ist nicht da. Wo treibt der sich denn auch rum, Menü? Gut, dann... wo schlafe ich eine Runde? Ich glaube, ich schlafe hier eine Runde. Das ist meine Ruhe, da ist nichts drin. Irgendwie ist in der Folge jetzt ja nicht so viel passiert, außer ein paar Orks zu schlachten. Bisschen schade eigentlich. Hey, da geht's raus. Ich brauche noch so wenig Erfahrung. Wo kriege ich die her? Dann würde ich gerne direkt zu Laris gehen und meine Stärke steigern. Das neue Lager habe ich, glaube ich, schon abgeklappert nach Waffen. Da gibt es nichts Besseres mehr zu kaufen. Ich glaube, die beste habe ich schon. Die beste Waffe, die es hier gibt. Eine bessere Rüstung wäre jetzt halt geil. Einst führte ich ein anderes Leben.